Naitan behauptet, ich würde literally Hitler an die Macht bringen wollen. Also, das ist jetzt kein Scherz. Das behauptet Naitan wirklich. Doch schauen wir uns mal den Stream-Ausschnitt an, wo er sich diesen Schwachsinn zusammenschwurbelt. Ihr wollt Macht, ihr wollt Einfluss, ihr wollt eure Hegemonie, also die Hegemonie des Wokismus bewahren. Mehr wollt ihr nicht. So. Die Hegemonie des Wokismus bewahren. Es geht es doch nicht darum, irgendwie den Zustand in diesem Land zu verbessern. Viele als wir. Deswegen ist Erwin natürlich auch nicht verständnisvoll, sondern versucht euch von diesem Weg abzubringen, da ihr ja immer erzählt, ihr wärt links, da ihr immer erzählt, ihr würdet euch für die Interessen der Mehrheit einsetzen, was ihr de facto nicht tut. Richtig. Total mad, und das ist halt eben auch, wenn man sich, man ist, dann ist man links, wenn man sich für die Interessen der Mehrheit einsetzt. Ne? Schreibt euch das auf. Die Interessen der Mehrheit einsetzen, gleich links. Ja. Das ist links, sich für mehr Gleichheit einzusetzen. Und wir haben nun mal ein ökonomisches System, wo die Mehrheit vom Besitz der Produktionsmittel ausgeschlossen ist. Und sich dafür einzusetzen, dass mehr ökonomische Gleichheit herrscht. Also dass beispielsweise die Löhne steigen, dass beispielsweise die Renten steigen. Das ist links. Stell dir vor. Sein ganzer YouTube-Kanal gegen die Linken, gegen die anderen Woken oder wie auch immer sie da nennt. Da kann man so hart gehen, wie man möchte. Man kann die natürlich beleidigen und niedermachen. Da gab es dann auch immer das mit Halbhirn. Halbhirn? Ich finde, ihr seid demokratiefeindlich. Ich finde, ihr seid die wirklich übelste Degenerationserscheinung, die Linke in den letzten 40 Jahren zustande gebracht hat. Also, ja, das ist auch nett, ne? Muss man sagen. Der beleidigt nicht. Nein, nein, nein. Also, ich brauche mich nicht beleidigen. Also erstmal bastelt sich Neiter ein Stromer mit, der beleidigt euch nicht. Und also, ich frage mich an dieser Stelle wirklich, ist Neiter nicht in der Lage, den Unterschied zwischen ich tue etwas nicht und ich brauche etwas nicht zu tun zu verstehen? So, das sind ja zwei unterschiedliche Aussagen. Ich brauche etwas nicht zu tun und ich tue etwas nicht. Also wenn ich sage, ich brauche euch nicht zu beleidigen, heißt das, dann impliziert dieser Satz noch gar keine Aussage darüber, ob ich euch beleidige. So, Neiter, bist du, also wenn du hier drauf reagieren solltest, passiert bei dir ja gerne mal, dass du auf so kurze Reaktionsvideos hier reagierst, aber auf die inhaltlich profunden Videos von mir nicht, da du halt nicht an einer inhaltlichen Auseinandersetzung interessiert bist, sondern nur daran, mich zu diffamieren und dir Lügen über mich auszudenken. Aber bist du wirklich nicht in der Lage, den Unterschied zu verstehen? Reichen deine kognitiven Fähigkeiten dafür wirklich nicht aus? Oder machst du das aus reiner Bösartigkeit oder ideologischer Verblendung? Wenn du hier drauf reagierst, beantworte mir bitte die Frage. Den Unterschied zwischen jetzt aber, ich brauche etwas nicht zu tun und ich tue etwas nicht. Diesen Unterschied nicht zu verstehen. Damit bist du dümmer als jeder Grundschüler, wenn das der Fall sein sollte. Wie gesagt, ich glaube, dass du ihn verstehst und ich glaube, dass du das einfach aus Bösartigkeit tust, weil du mich irgendwie versuchst zu diskreditieren und deine Community für so dumm hältst. Sella, du wolltest noch was sagen? Ja. Ich find's aber auch, ich find's auch mittlerweile irgendwie, die Linke müssen sich immer untereinander beefen. Das ist richtig. Du lässt dich halt da auch jetzt mittlerweile so auf dieses Spiel ein. Wer Linker ist, dann lass die da halt labern irgendwie, denke ich mir manchmal auch einfach. Ja, was heißt, wer Linker ist? Also, ist naja, ja, aber es ist ja, guck mal, ihr seid nicht die wahren Linken. Nein, ihr seid nicht die wahren Linken. Nein, das habe ich doch gar nicht behauptet. Nein, aber es, ich weiß, ich habe einfach nur die Definition genannt, die offizielle. Ja, also, ich verstehe schon. Nee, ich will jetzt auch nicht, aber. Ach, ich weiß nicht. Ich bin da immer so ein bisschen. Ja, also nee, aber ich würde dir aber auch zustimmen. Natürlich möchte man für mich jetzt zum Beispiel wäre es auch am wichtigsten, dass man halt sagt, okay, für mich sind halt die Leute, die Mehrheit, in Anführungszeichen, wichtig. 3 Millionen Kinderarmut, 3 Millionen Menschen oder 3 Millionen Kinder, die wie war das? Oh, das habe ich auch mal gesehen. In NRW, jeder, ja, welches Kind, ich weiß auch nicht, auf jeden Großteil, die morgens ohne Frühstück zur Schule gehen und alles, also, ne? Und das ist für mich eine Mehrheit. Das ist für mich ein größeres Problem als jetzt zum Beispiel die Probleme marginalisierter Gruppen. Für mich. Aber für Neidern ist vielleicht das die Probleme dieser marginalisierten Gruppen größer. Und das ist ja auch okay für ihn. Nur, ich finde dann, das sollte man sich ja nicht gegenseitig vorwerfen, wer jetzt wo die größeren Prioritäten setzt. Jeder hat seine eigenen Prioritäten. Mhm. Für mich sind es halt die Prioritäten eben bei den Armen, in Anführungszeichen, ne, bei den Kindern, die in Armut leben. Bei Neidern sind es halt, weiß was ich, die Transmenschen. Das ist ja auch okay. Aber sich das gegenseitig, also von ihm jetzt, dir das vorzuwerfen, dass für dich halt zum Beispiel ökonomisch die Mehrheit wichtiger ist, dass mehr ökonomische Gleichheit herrscht.
also verstehe ich nicht, warum man das nicht so vorwerfen muss. Also. Dann liegt er, also ihr könnt ja auch unterschiedliche Prioritäten haben, das ist auch eigentlich gut. Dann macht er ja halt für die, keine Ahnung, für die Transmenschen mehr und du machst halt für die mehr, weil ich verstehe da den, das ist ja kein Widerspruch und also, das muss man sich ja nicht um die gegenseitig um die Ohren hauen, weißt du, was ich meine? Na, das verstehe ich halt irgendwie immer nicht. Ja, ich glaube, du hast das. Aber du weißt, was ich meine. Verstanden. Mein Problem ist, also mein Hauptproblem ist, dass er rumläuft und Leute als transfeindlich verleumdet, die das offensichtlich nicht sind. Und als ich ihm das erklärt habe, was macht er, verleumdet mich als transfeindlich. Ja, ich weiß, mal vorstellen, ich weiß. So verhandelst du niemanden, der andere Prioritäten hat, so verhandelst du einen Feind. Wenn irgendein rechter Kanal sich auch nur halb so schlimm aufführen würde, wie Neid, dann würde ich die ganze Zeit auf den reagieren und sagen, guck mal, die Rechten, was die hier machen. Das ist ein rechten Kanal, der sich auf diesem Niveau bewegt. Nicht mal annähernd, nicht mal 10% dieses Niveaus gegenüber unserer Bubble, also gegenüber dir vielleicht. Ja, die, sind ja auch taktisch. Ja. Du musst dir auch vorstellen, die Rechten sind auch taktisch klüger. Die Linken sind einfach nur, also die in Anführungszeichen Walkman sind einfach nur so auf die Fresse und die denken halt, die erreichen jemanden. Aber wie es Hugo ja gestern im Gespräch auch gesagt hat, du treibst die Leute immer nur weiter weg. Oder wie Sinan es mal gesagt hat, im Gespräch mit Dara war das, glaube ich, hast du das gesehen? Da hat ja, er auch gesagt, gesehen, wenn jemand als Nazi bezeichnet, da hat er ja auch, Sinan ja auch gesagt, wenn jemand als Nazi oder als Verschwörungstheoretiker, und du bist ja vollkommen bekloppt, du wirst nicht dafür sorgen, dass derjenige dann auf dich zukommt oder sagt, ja, du hast ja eigentlich recht. Nee, du wirst ihn immer weiter von dir wegtreiben. Ja, Sinan verkennt die Ziele der Wokisten. Er glaubt, da eine Coach-Kritik machen zu können. Ah, diese Leute betrachten ihn als Feind, der von der Ideologie abweicht, da diese Ideologie im freien Diskurs keine Chance hat. Dieses absurde identitäre Politikverständnis, diese Annahme, alle Transmenschen würden eine Community bilden und hätten aufgrund dieser Identität jetzt plötzlich gemeinsame Interessen, das ist einfach Bullshit. Nur wenn man sich irgendwelche zufälligen Merkmale teilt, dann ist man erstmal nicht pauschal marginalisiert und man teilt zweitens nicht pauschal gemeinsame Interessen und dann solche absurden Konstruktionen, Flinter oder sowas. Und ich habe von Neitern jetzt auch gelernt, wahrscheinlich, damit er selbst sich auch in der Opferrolle suhlen kann, Autismus sei eine Marginalisierung. Was ist das? Du kannst doch jetzt nicht jede Andersartigkeit im Verhältnis zur gesellschaftlichen Norm als Marginalisierung deklarieren. Also du kannst das, wenn du vollkommen irrer Ideologe bist. Damit machst du dich vollends lächerlich. Dich vollkommen. So dieses Politikverständnis, das führt in den Abgrund, wenn man das annimmt. Und es führt eben zu solchem absurden Freund-Feind-Denken, so einer Moralisierung von allem. Dem, was wir sehen, liegt diese Ideologie zugrunde. Das Problem ist, du lässt dich aber auch da reinziehen, weißt du? Du lässt dich ja auch auf dieses Freund-Feind-Denken. Also, du sagst jetzt auch, die Wokies sind meine Feinde. Du lässt dich ja dann auch irgendwie darauf ein. Ja, ich weiß. Und ich kann das auch vollkommen verstehen. Also, nicht, dass ich nicht auf deiner Seite da bin. Aber das Problem ist halt, man zieht sich halt gegenseitig so nach unten. Weißt du, was ich meine? Das ist halt was heißt nach unten? Dabei. Also ich habe mehr Zuschauer. Na, also, nee, das... Alle also hassen weiter, dieser, so. Nee, im Sinne von, ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja das auch, was ich gesagt habe. Er sorgt ja nicht dafür, dass du weniger Zuschauer oder dass Leute sich abwenden. Du kriegst ja im Gegenteil, du kriegst ja mehr Leute noch dazu. Das ist ja der Punkt. Eigentlich, also das, was er bewirken will, nämlich, dass Leute von dir Abstand nehmen und so, bewirkt er nicht. Er bewirkt genau das Gegenteil, dass Leute zu dir kommen. Ja? Also ich sag aber mal man so, darf sich da auch, wir dürfen uns auch nicht so sehr da reinsteigern, aus meiner Sicht. Wir dürfen was heißt reinsteigern? Nicht so sehr auf dieses. Nein, also. Diese Leute reden andauernd über uns. Das ist ja das Problem. Sie könnten ja aufhören, auf uns zu reagieren. Dann würde ich vielleicht mal, wenn Gekal Dent wieder zum Wahlbetrug aufruft oder zu anderen Rechtsbrüchen, würde ich vielleicht mal kurz das kritisieren. Oder wenn Schuljoka mal wieder versucht, Kritiker zu canceln. Mhm. Aber anderweitig würde ich auf die Wokies nicht reagieren. Wenn die andauernd auf uns reagieren, Lügen über uns verbreiten, sich den absurdesten Schwachsinn ausdenken, also es kommt in diesem Video hier noch, natürlich muss man die dann kritisieren. Also wenn ein rechter Kanal sich auch nur halb so schlimm verhalten würde, dann würde ich auf den auch reagieren. Aber das macht kein rechter Kanal. Klar, ich gebe dir auch recht und gerade du, wie du ins Fadenkreuz bist, ist klar, dass du dich auch wehren solltest und wehren musst auch dagegen, das ist klar. Auch gegen diese ganzen Lügen und Vorwürfe bin ich komplett bei dir. Aber, ja, ich weiß nicht, wir steigern uns auch zu, guck mal, dadurch, dass wir uns dann aber nur noch auf die konzentrieren, lassen wir vieles andere einfach außer Acht, aus meiner Sicht. Weißt du, das ist halt das Ding so, man konzentriert sich, klar, es ist auch Unterhaltung für die Leute und klar wollen es die Leute auch sehen, bisschen Gossip, bisschen Streitereien. Ich bin da komplett bei dir und ich verstehe das auch vollkommen, wenn du die kritisierst und wenn du darauf reagierst, wenn Blödsinn über dich geredet wird.
Aber wir dürfen uns nicht zu sehr in diesen Strudeln, finde ich, mit reinziehen lassen. Aber wie gesagt. Das ist ein Strudel. Also diese Leute reagieren ja andauernd auf uns. Und ich reagiere wirklich nur auf die Sachen, die mir auf Twitter geschickt werden oder die mir Privatwehr zuschickt. Ich suche jetzt nicht extra nach Content. Allein das, was mir meine Zuschauer zuschicken, das reicht schon zu so einer schieren Menge. Einfach weil diese Leute nichts anderes zu tun haben, als unsere Bubble die ganze Zeit anzufeinden. Sie könnten ja mal natürlich auf die echten Rechten reagieren. Also sie könnten ja mal auf Videos von Schattenmacher reagieren immer und sagen, das machen sie falschen ja nicht. Warum da machen sie es nicht? Da trauen sie sich ja nicht ran. Nein, sie wollen ja nicht zu holen gibt. Weil es da nichts zu holen gibt. Genau, sie können keine abgreifen. Zum einen das, und sie wollen ja auf Faschos angeblich keine Plattform bieten, was eigentlich nur so heißt, sie werden da keine Leute abgreifen. Aber sie haben halt die Hoffnung bei einem Proletopia oder bei dir, dass vielleicht ein paar Leute sich auf ihre Seite stellen, ne? Dass sie die vielleicht abholen. Aber deswegen muss man den nur das Gegenteil. Deswegen muss man den Zuschauern erklären, wieso diese ganze Ideologie, wieso dieses ganze identitäre Politikverständnis, dieses aber weißt du dadurch Identitäten an sich schon ein Fehler ist. Aber die Rechten lachen sich ins Fäustchen, weißt du? Nee, eigentlich nicht. Die Rechten, also, die Rechten hassen die Walken ja auch. Also. Ja, die wanzen sich an uns dran. Das ist genau wie bei der Wagenknecht. Hast du das mal mitbekommen, wie die Weidel und Storch und Höcke, kommen sie doch zu uns, Frau Wagenknecht. Die sind auch absolut nicht stabil. So, weißt du, die sagen immer, hätten stabile Werte, aber die wandten sich bei einer Wagenknecht auch ran. Und Wagenknecht hat sich immer klar von denen distanziert. Genauso werde ich das jetzt auch machen. Ich werde mich auch von Rechten distanzieren. Sage, ey, sorry, menschlich hier und da, okay, aber politisch sind wir nicht meine Freunde. Politisch sind Rechte nicht meine Freunde, weil sie neoliberale Kapitalisten unterstützen. Sowas werde ich nie machen. Und deswegen werde ich es wie eine Wagenknecht. Und eine Wagenknecht grenzt sich klar von denen ab. Ich kann gerne mit Rechten diskutieren, ich kann gerne mit ihnen reden, wir können uns menschlich verstehen, aber politisch werden wir nicht auf eine Linie kommen. Und aus meiner Sicht muss ich da abgrenzen. Also ja, ist mittlerweile mein Verständnis. Wie gesagt, das kann jeder handeln, ich rede da keinem rein. Ne? Macht alle, was ihr denkt. Ist doch nicht mein Brot. Ja, ich habe auch meinen. Wie gesagt, ich kann auch deine Kritik vollkommen nachvollziehen. Aber du siehst auch, wie die Rechten sich immer wieder da reinwanzen und reinzicken mit. Und immer dann, wenn es gegen den gemeinsamen Feind geht, sich da irgendwie. Aber nein, ich will das halt auch nicht einfach. Aus meiner Sicht. Ja, ich habe ja sehr meine Meinung dazu. Ich habe ja auf meinem Kanal auch schon zig Videos, wo ich die AfD kritisiere. Also ich habe da ja auch schon deutlich gesagt, was ich anders sehe. Und als die rechten Kanäle, das möchte ich auch mal anmerken, als die ganze Zeit gegen das BSW geschossen haben, habe ich da jedes Mal drauf reagiert. Du warst mit dabei. Als Schlomo und Proletopia miteinander debattiert haben, da habe ich auch drauf reagiert. Also als die Rechten sich mit unserer Bubble auseinandergesetzt haben oder als sie gegen das BSW gegangen sind, da habe ich sie kritisiert. Aber wenn sie halt nicht aufs BSW gerade gehen, sondern wenn sie gerade, keine Ahnung, andere Sachen zu tun haben und die Grünen kritisieren, dann werde ich einen Teufel tun und sagen, ich verteidige jetzt die Grünen. Jetzt sage ich, okay, streitet euch mal schön. Das ist ganz gut, wenn die Grünen niedergemacht werden. Ich mag die Grünen auch nicht. Also von mir aus kann diese Partei auch weg. Also wenn die aufs BSW gehen, natürlich, dann ja. Wenn sie auf unsere Bubble gehen, dann erst recht. Dann ja, aber es sind gerade die Wokisten, die unsere Bubble massiv angreifen, die wirklich so infame Lügen verbreiten. Also stell dir mal vor, die Honigwabe würde sowas machen. Also die würde... Natürlich machen die das nicht, aber die lassen auch nach und nach ihre Maske immer mehr fallen. Ja, wie gesagt, da brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber diese Ebene, dieses, er will Hitler an die Macht bringen, also kommt gleich noch. Ihr seid die übelste Degenerationserscheinung, die Linke vorgebracht hat, und der nächste Satz ist, ich brauche euch ja gar nicht zu beleidigen. Ihr beleidigt euch andauernd selber, ihr widerlegt. Hast du es gehört? Ich brauche euch nicht zu beleidigen. Nicht, ich beleidige euch nicht. Also den Unterschied, den muss ich, glaube ich, in meinem Chat niemandem erklären. Ihr seid, glaube ich, schlau genug, um das selber zu verstehen, oder? Legt euch andauernd selber. Der sich gerade selber widerlegt hat. Das ist dumm. Was soll man dazu noch sagen? Oder würdest du mir da widersprechen, Marco? Oh, jetzt kommt, glaube ich, der Punkt, wo ich eben meinte. Nein, also ich finde, als mittlerweile Außenstehender fällt schon auf, dass eben dass die Wokisten wirklich eine schlimme Bewegung. Übrigens, Elfbar Arnold, wenn du das hier siehst, du kannst in OBS dir den Lautstärkepegel anzeigen lassen. Ja? Also von deinem Gesprächspartner kannst du dir den sind eben durch, ja, wie du sagst, durch ihren ja fast schon ihr faschistoides Gehabe, ja. Und auch die Art und Weise, wie sie mit Andersdenkenden umgehen. Und ja, eigentlich, man merkt ja erst, wenn man kein Wokey ist, wie schwierig das eigentlich ist,
mit Meinungsfreiheit und andere Meinungen zuzulassen und so weiter, eben wie anstrengend das sein kann, ja, und wie einfach es sie sich eigentlich machen. Und dadurch, dass sie eben ihre Absichten mit Moral so gut verkleiden, denkt man am Anfang, dass es was Gutes ist, was sie tun. Ja. Aber eigentlich ist es faschistoid. Ja, ja, genau. Ja, wenn man dahinter steigt, dann graust es einem doch ziemlich, ja. Absolut, absolut. Diese ja, also, faschistoid, ne? Meint übrigens, wendet faschistische Methoden an. Hat ein faschistisches Politik, hat einzelne Elemente vom Faschismus. Und ist nicht faschistisch. Also faschistoid und faschistisch sind zwei unterschiedliche Worte. Und zweitens, Marco hat das gerade gesagt, und ich sage nur absolut, das sagt ja noch gar nicht, welchen Teil seiner Äußerung ich ihm gerade zugestimmt habe. Also, ja, okay, also die Woken haben ein ziemlich ähnliches Politikverständnis wie die Rechten. Das kann man schon sagen. Also dieses klare Freund-Feind-Denken, das, und vor allem diese völlig antidemokratische Haltung, das Ausschließen von unliebsamen Stimmen aus dem Diskurs, ja, das kann man schon so bezeichnen, wie Marco das da gerade gemacht hat. Also das heißt aber nicht, dass ich irgendein Woke individuell als Faschisten bezeichnet hätte. Also jetzt mal ganz im Ernst, wie dumm muss man seinen eigenen Chat, seine eigene Community halten, um ihr das jetzt als Beleg dafür präsentieren zu wollen, dass ich jemanden als Faschisten bezeichnet hätte? Ja, die lassen sich halt auch, ja, die Communities sind nicht immer so, die freuen sich halt einfach, dass, ja. Die sind ja auch komplett lost, diese, guck mal, wie die immer beleidigen im Chat, du hast es ja selber gesehen beim ARD oder auch bei Nighter teilweise im Chat, die sind ja komplett losgelöst, also denen würde ich so eine große kognitive Fähigkeit auch nicht unbedingt zusprechen, einigen zumindest, weiß nicht, wie du das siehst, aber ja, also ich glaube auch wirklich, viele halten ihre, also viele Influencer, dieser Bordfunk-Typ sagt, das ist faschistoides Gehabe von uns, und er stimmt zu. Also das ist im Prinzip ja eine Zustimmung dazu, dass zumindest unsere, wie wir uns verhalten, ne, faschistisch ist. Ja, es geht um eure Methoden, um euer Politikverständnis, nicht um eure gesamte Ideologie. Also ist es, also vor allem Gehabe, also es bezieht sich ja explizit aufs Verhalten. Wie kann man diesen Unterschied nicht verstehen? Hat er. Zugestimmt, absolut, absolut. Von daher, ich habe euch nie Faschisten genannt. Nicht so ganz richtig. Also, ich glaube, wie gesagt, Nathan lügt hier ganz bewusst. Er weiß, dass er lügt. Er hält seine Community nur für so unglaublich minderbemittelt. Und falls das jetzt Walkies klippen, ich habe hier Nathan vorgeworfen, dass er seine Community für minderbemittelt hält. Nicht, dass sie so minderbemittelt ist. Also kann ja sein, dass das einige in der Community durchschauende abspringen und dann zukünftig bei uns zuschauen. Kann ja sein. Aber er hält seine Community wirklich für so dumm, dass sie das nicht durchschaut. Und ja, worauf das jetzt bei Nathan schließen lässt, das kann sich ja jeder selber schlussfolgern. Richtig. Also jetzt nicht von den Streamern, sondern von ihrer Gefolgschaft, aber ja. So, Zella, du kannst doch inhaltlich auf das hier antworten. Trainiert und Tobago. Ich reagiert und hat ich bin gerade ein bisschen wie immer. Es tut mir sehr leid, aber ich bin gerade sehr, sehr verwirrt bei diesen Ganzen. Also ich weiß gar nicht mehr, wer wer ist. Uns der gute Jesus geschickt. Deswegen reagieren wir darauf jetzt. Genau, Jesus schrieb mir gerade Credits. Können wir ihn nochmal, warte mal, wie hieß er denn? Ich mach mal ganz kurz nur. Geht sofort los. Ich werde nur mal kurz, wenn das in Ordnung ist für dich, seinen Twitter hier verlinken. Ja, könnt ihr machen. Könnte er machen. Wäre ich habe Jesus ja schon gerade erwähnt, also. Stimmt, ja. mit Gregor warst du ja auch in einem Talk, ne? So ganz ja, darauf reagiert Nathan gerade. Das können wir jetzt. Wir werden uns diese Blamage jetzt gemeinsam anschauen. Okay, das brauchen wir uns nicht alles ansehen. Machen mussten, dass man das relevant tolerieren sollte. Des Wokeismus bezeichnet die Fähigkeit von bestimmten Identitäten. Also du bist literally Hitler an die Macht bringen. Interessen und Werte Bruder, auf die gesamte Gesellschaft literally Hitler an die Macht bringen. Interessen und Werte Bruder, auf die gesamte Gesellschaft ja,
Ich will literally Hitler an die Macht bringen. Was? Also Nathan denkt sich hier irgendeinen Schwachsinn aus. Also er denkt sich wirklich etwas aus, was so entfernt, wirklich nichts mit der Realität zu tun hat. Das ist wirklich, es ist einfach eine dreiste Lüge. Denkt sich das wirklich aus. Und ja, es ist normal in dieser Bubble. Es ist völlig normal. Diese Bubble darf alles. Also ihr müsst auch nicht befürchten, dass der dafür jetzt irgendwelche Konsequenzen erleidet. Diese Bubble darf wirklich alles. Also sich den wirklich schlimmsten Scheiß ausdenken, die schlimmsten Verleumdungen. Diese Bubble darf wirklich alles. Die Wokisten haben kulturelle Hegemonie. Das ist es, wenn ich das sage. Das meine ich damit, was ihr hier gerade gesehen habt. Sie dürfen solche infamen Lügen verbreiten, ohne dass das für sie irgendwelche Konsequenzen hat.